dachte ich mir, ah, eigentlich cool, Shoutout, und dann kommt so ein Scheiß. So, Freunde der Sonne. Wir haben jetzt kontinuierlich, ich glaube fast, also außer natürlich nochmal eine Mittagspause, ich glaube 7 Stunden am Stück durchgezogen. Ja. Ich glaube, das war deine längste Sitzung, wa? Ja. Oder? Ja. Hast du Aua? Nee, tat ich nicht. Also wir haben jetzt den ersten Teil fertig, würde ich jetzt sagen, von dem Oberarmprojekt. Das hat scheiße weh! Er hat gestochen wie, keine Ahnung, als wäre er Maurer und würde gerade einen Durchbruch legen. Maler. Mein Gott. Nein, Maurer. Und, wo fahre ich denn lang eigentlich? Keine Ahnung. Ich war hier lang. Du hast die Fassung verloren. Ja. War ich nicht angeschrieben. Jedenfalls, Teil 2 folgt. Was? Was ist ja? Teil 2? Was? Ich dachte, es ist fertig. Nee. Da kommt ja noch Christina. Da kommt ja noch das Highlight überhaupt. Die Christina kommt auf dem Arm. Ja, das wird mir tun. Aber das ist es wert. Das ist wert. Achso, warte mal. Was? Die Leute, die ja hier zusehen, das sind ja nicht alle, die von dir da kommen. Ich würde ja mal. Oh, Alter, fast reingefahren. Ich würde ja gerne mal wissen, oder erzähl mal den Leuten, wer Christina war und was da passiert ist. Wirklich? Ja. Also, wirklich? Ja, was? Das kommt so prompt auf einmal. Ja, wirklich. Ich rede eigentlich nie darüber. Oder eigentlich, nee? Eigentlich, nee, also nee, was heißt nie darüber reden? Ich muss es meist nicht erklären, weil die Leute, die mich kennen auch Chrissy, weißt du, oder haben es halt mal gegoogelt. Ja. So, aber für die, die es nicht kennen, Christina ist meine beste Freundin, immer noch. Sie wurde im Alter von 14 Jahren verbrannt, also wurde in eine Koffer gesteckt, mit Drogen vollgepumpt und halt lebendig verbrannt. Ach, mit 14 war das? Hm? Ich dachte mit 12. Nee, das Foto, was du tätowierst, da war sie 12. Da ist sie 12. Okay. Und genau, da habe ich angefangen, irgendwann Musik für sie zu machen und jetzt ziehe ich das halt schon seit, keine Ahnung wie lange durch. Sie ist jetzt 12 Jahre tot. Ich ziehe es immer noch durch. Mittlerweile kennt man sie auf jeden Fall ein Stückchen mehr. Das freut mich auf jeden Fall, weil man ist ja erst tot, wenn man vergessen wird. Und damit ich sie halt natürlich auch nicht vergesse, habe ich ihr meinen linken Arm gewidmet. Alles, was da drauf ist, hat mit Chrissy zu tun. Und genau. Krasse Sache. Sehr krasse Sache. Und wo hast du sie kennengelernt damals, Christina? Sie war in meiner Grundschule. Ach, die waren in der Grundschule? Ja. Sozusagen in deiner Klasse? Wir waren in der Vorschule zusammen. Ja. Genau, in der Klasse. Und sie war dann immer so der Boss. Und ich habe mich einfach untergeordnet. Ach so, sie hat sich quasi geführt. Ja, ja. Genau, ohne Scheiß, ich wusste egal, was ist. Und du hast jeden Tag mit ihr quasi Zeit verbracht? Also so oft wie du konntest auf jeden Fall? Ja, bis zur 5. Klasse waren wir auf jeden Fall unzertrennlich. Dann hat sie, dadurch, dass sie hochbegabt war, die Schule gewechselt. Sie hat die 6 übersprungen, ist direkt in die 7. gekommen. Ja. Das war übrigens der Moment, wo meine Noten runterging, weil ich habe immer bei ihr abgeschrieben. Sogar in einer Deutscharbeit ist rausgekommen, weil sie ist, anstatt ist geschrieben hat, weil sie zu schnell geschrieben hat. Und ich habe sie übernommen. Achso, du hast sie übernommen. Also, hatte ich einfach, aber kenn ich auch, das habe ich auch gemacht früher. Sowas. Richtig dumm, oder? Ja. Ich bin der dümmste Abschreiber, den es gibt. Und genau, und aber auch danach haben wir halt noch viel Zeit miteinander verbracht. Am Ende hat sich leider ein bisschen ein Streit verlaufen, so die letzten paar Wochen. Typisch in der Jugend, ne? Also ja, das war ein riesen Zickenkrieg zwischen uns beiden. Leider war ich damals auch zu stur, um irgendwie mal Einsicht zu zeigen. Ja. Aber naja, ist okay. Und jetzt? Und wie ist die Geschichte passiert? Weil das war ja auch in den Medien, ne? Mit dem, dass sie verbrannt wurde da, in dem Koffer. Ja, genau, leider. Wer war das? Wer hat das getan? Warum? Weshalb? Na, das war zu dem Zeitpunkt halt ihr Freund. Ach, das war ihr Freund? Das war ihr Freund, genau. So. Er war Drogendealer. Und wie alt war der, wenn sie 14 war? Der war 17. Der war 17? Der war 17. Alter, ich dachte, das wäre so ein älterer Herr gewesen. Nee, der war 17 zu dem Zeitpunkt noch. Und er hat halt ihr Drogen gegeben. Sie hat einen Schock darauf bekommen. Und anstatt er sie ins Krankenhaus bringt, und dann hätte sie auch überlebt. Hat er Angst bekommen, ja. Was für Drogen? Weiß man das? Die hat ihr Heroin gegeben. Heroin. Und dann hat sie halt so einen richtigen Schock bekommen, weil Chrissy war, keine Ahnung, ziemlich klein und echt extrem dünn. Also gibt dir mal eine Dosis und die ist weg. Ja, dazu muss man natürlich noch sagen, dass jeder Körper natürlich anders darauf reagiert. Kommt immer darauf an, was für eine Dosis ist. Also ich zum Beispiel habe damals auch nicht viel vertragen und für mich war das auch wie fast ein Gnadenstoß, muss ich sagen. Ja, und dann muss man vorstellen, dieses kleine 14-jährige Mädchen kriegt was Hartes geballert. Schon krass. Dann hat sie einen Schock und anstatt er sie ins Krankenhaus bringt, damit sie überlebt, hat er sie verbrannt, weil er Angst hatte, er wird als Drogendealer entlarvt. Ach so, wie ging es nur quasi darum, dass er nicht entdeckt wird als Drogendealer. Das ist schon heftig. Tja. Also seine Angst war quasi größer, entdeckt zu werden, dass er halt das Gesetz sozusagen bescheißt. Ja. Das ist schon krass, wa? Dafür ein Mord auf sich. War der auch auf Drogen? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Weiß man nicht. Wurde nicht festgestellt vor Gericht? Naja, das Ding ist halt, er hat ja auch Freispruch bekommen wegen mangelnden Beweisen. Das Einzige, was man ihm wirklich... Ach so? Man wusste, er ist in Verbindung mit ihr gewesen, er war ihr Freund. Ja.
Und hat auch irgendwie, sein Cousin hat auch, oder sein Onkel hatte diesen Laden, wo die Koffer verkauft werden. Mhm. Alles hat irgendwie zu ihm geführt, aber es hat nicht gereicht. Und dann war er halt in Untersuchungshaft. Ja. Und da hat er halt einem Gefangenen gestanden, ja, ich habe sie ermordet, dies, das, jenes, aber das hat halt nicht genug Aussagekraft von irgendeinem Gefangenen. Krass. Und dadurch ist es halt am Ende durchgekommen. Dann hat er auch erstmal Deutschland verlassen, aber soweit ich weiß, soll er jetzt auch wieder da sein. Mittlerweile wieder in Berlin. Ja. Aber es ist halt so, ja, wenn du halt... Achso, das heißt, der ist jetzt hier irgendwo gerade, ja, chillt irgendwo. Irgendwo bummelt sich die Eier. Und hat kein schlechtes Gewissen, denkt sich, das ist mal passiert. Ich glaube, das verfolgt ihn schon. Verfolgt ihn, ne? War er in der Klapse oder sowas? Nein. Aber ich glaube, sowas lässt niemanden kalt. Würdest du jemanden so umbringen? Nee, deswegen, aber ich glaube, der mich würde gerne interessieren, wie dieser Mensch jetzt lebt. Tja, mich auch. Mich würde es interessieren. Wie geht er schlafen? Wie steht er auf? Hat er einen Job? Ist er vielleicht drogenabhängig? Extrem gläubig geworden und seine Zuflucht bei Gott gesucht? Das weiß man alles nicht. Schon krasse Sache. Oh, ich sehe schon gerade, der Akku ist gleich leer. Verdammt. Voll geiles Thema gerade hier. Bei mir aber auch interessant. Hasse ich gerade schon wieder. Das ist morgen deine Kamera mitnehmen. Wir machen so ein Interview, bevor es losgeht. Ach ja, stimmt. Morgen sehen wir uns ja schon wieder. Ja, geil. Können wir auch mit meiner Kamera machen. Ja. Dann kommst du einfach ein paar Stunden früher? Ja. Nee, schaffe ich nicht. Ich bin auf drei Geburtstagen, Mann. Deiner zum Schluss. Wann kommt deiner? Wann wärst du denn bei mir zu kommen? Das kann ich dir noch nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Okay. Ich bin erst nach der Arbeit bei Bernd, dann zu Manuel und dann fahre ich zu dir. Gut, aber auf jeden Fall ein interessantes Thema und das ist der Grund, warum er sich Christina auf den Arm tätowiert. Würde ich allerdings genauso machen. Ja. Halt, ist krass. Das Ding ist halt, was die meisten nicht verstehen, ist, dass Freundschaft kein Ablaufdatum hat. Nur weil jemand stirbt, heißt nicht, dass man nicht mehr befreundet ist. Wenn ich sage, hey, du bist mein Freund, dann bin ich dein Freund. So, Freunde der Sonne, na, wie es natürlich der Zufall wieder so will, haben wir auch gerade ja gesagt, ist natürlich die Kamera dann doch ausgegangen. War ein sehr interessantes Gespräch, finde ich. Da muss ich jetzt mal wieder einschalten als Tätowierer. Ist tausendmal geiler, als wenn du dir ein Schriftzug oder ein Datum nur tätowierst von der oder diejenigen. Ja, gerade bei so einem Fall, was da passiert ist, ist es perfekt, dass es quasi ein Porträt geworden ist. Ja, in so einem Fall würde ich dir raten, mach immer ein Porträt. Gerade wenn es was mit dem Tod zu tun hat und gerade in so einem Fall, was ja tatsächlich in Berlin auch übertrieben rumging oder in Deutschland war jetzt, glaube ich, sogar in Zeitungen, Medien und so weiter und so fort, weil das ist ja schon... Ja, ein krasser Albtraum, was da passiert ist. Ja, jedenfalls verstehe ich das, dass man sich sowas tätowiert und das Thema kann nicht groß genug sein auf dem Körper quasi und geile Sache. Das war's. Gib dem Video einen Daumen hoch. Falls auch jemand so einen Schicksalsschlag hat, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich interessiere mich immer für so eine Geschichten, weil ich auch sehr oft Sternkinder tätowiere. Also sprich als Motiv auf der Haut bei jemandem, der irgendwie ein Kind verloren hat oder halt gewisse Sachen erlebt hat. Die verbinde ich ja ganz gerne als Tattoo und gebe es dann so auf der Haut wieder. Deswegen schreibt mal was in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Und denkt dran, abonniert die Glocke. Nee, Quatsch, aktiviert die Glocke. Ich sag's immer wieder falsch. Und abonniert den Channel. Gebt dem Video ein Däumchen hoch. Bis denne, Antenne. Wir sehen uns dann mit Zelt im nächsten Video, wenn es dann um Christina geht, um das Porträt. Haut da rein. Ciao.